So, das erste Land, das ist das Land der Erfahrungen. Das Land der Erfahrungen ist unser erstes Reiseziel. In diesem Land gibt es viele Städte. Es ist ein wundervolles, schönes Land mit Bergen und Tälern. Ein Land mit vier Jahreszeiten. Manchmal ist es heiß, dann wieder kalt, Regen und Sonne. Und auch Sturm gibt es hin und wieder. Die Bewohner sind Individualisten, denn sie tragen all ihre ganz persönlichen Erfahrungen bei sich. Jeder ist daher anders. Es gibt keinen Menschen mit den absolut selben Erfahrungen. Du wirst einige finden, welche die gleichen oder wiederum ganz andere Erlebnisse hatten. Und somit hat jeder seine ganz eigenen Erfahrungen. Daraus bilden sich nach und nach deine Landkarte. Erinnerst du dich an deine ersten Erlebnisse im Land der Erfahrungen? Und dann hast du die Möglichkeit, hier mit deinem Assistenten Tippo deine Erfahrungen aufzuschreiben. Denn wenn du es aufschreibst, wird es eine ganz andere Veränderung in dir bewirken, als wenn du es nur liest. Diese Erfahrung hast du vielleicht schon mal gemacht, wenn du etwas aufschreibst, zum Beispiel deinen Einkaufszettel. Selbst wenn du ihn zu Hause vergisst, dann hast du dir das viel besser merken können und die Chance, dass du beim Einkaufen doch fast alles mitbringst, ist deutlich höher, als wenn du nur daheim denkst, oh ja, ich kaufe das und das ein und dann vergisst du vermutlich sehr viel mehr. Also nutze es und fang an, dein Leben aufzuschreiben. Deine Erfahrungen. Denn bei den Erfahrungen, das wirkt sich auf deine Gefühle aus. Ob du ein positives oder ein negatives damit verbindest, hängt davon ab, ob du schon in der Stadt Bewertungen vorbeigekommen bist. Am Anfang deiner Reise sind all deine Erfahrungen erst einmal positiv. Wenn kleine Kinder laufen lernen, fallen sie hin. Und was machen sie dann? Sie steht wieder auf und probieren es wieder. So lange, bis sie es können. Doch dann laufen sie in die Stadt der Bewertungen. Und hier fangen sie an, ihre Bewertungen, ihre Erfahrungen zu bewerten. Du bewertest deine Erfahrungen dann in gut oder schlecht oder richtig und falsch. Du beginnst Erfahrungen zu sammeln, die du nicht so magst. Diese Bewertungen speicherst du mit den Erfahrungen zusammen in dir ab. Und diese sind dort stark verankert. Jedes Mal, wenn du wieder in die gleiche Situation kommst, greift dein Verstand genau auf diese Erfahrung gekoppelt mit der Bewertung zurück. Welche Folgen das für dein Leben und dein erfülltes Leben hat, wirst du in der nächsten Stadt erleben. Dafür reist du in die Stadt der Glaubenssätze.